Hi Team GTA Saab, was geht ab? Heute geht es darum, wie du den richtigen Partner für dein Leben findest. Jeder sucht den Partner, der zu dir passt, die Frau oder den Mann, der dich erfüllt und dein Leben vollkommen macht. Aber viele Leute spielen Lotto mit ihrem Liebesleben. Stell dir mal vor, du bist im Zoo. Du bist zum allerersten Mal im Zoo. Du warst nie vorher im Zoo. Du gehst durch den Zoo, dem einen Käfig sind Antilopen. Gehst weiter, in den anderen Käfigen sind überall auch Antilopen. Dann kommst du aus dem Zoo raus und jemand, der vor dem Zoo steht, fragt dich, was ist dein Lieblingstier im Zoo? Deine Antwort kann ja nur lauten, okay, mein Lieblingstier ist die Antilope. Du warst zum ersten Mal im Zoo, du hast noch nie ein anderes Tier dort gesehen. Jetzt stell dir aber vor, du gehst in den richtigen Zoo, so wie wir den kennen. Zum ersten Mal im richtigen Zoo. Gehst durch den Zoo, gehst an den Löwen vorbei, an den Delfinen, an den Schlangen, an den Elefanten, den Giraffen, an allen möglichen Tieren. Und danach fragt dich der gleiche Typ, hey, was ist jetzt dein Lieblingstier im Zoo? Die Wahrscheinlichkeit, dass es immer noch die Antilope ist, ist wesentlich geringer, als wenn du nur die Antilope im Zoo gesehen hast. So ungefähr ist das bei vielen Menschen. Ich kenne Leute, die haben ihren ersten Partner geheiratet, den sie kennengelernt haben, sind Ewigkeiten mit dem zusammen und wissen daher gar nicht so genau, was sie eigentlich in einem Mann oder einer Frau suchen. Sie haben quasi nur die Antilope gesehen. Wenn du seit Ewigkeit mit deinem Partner zusammen bist, dann kannst du natürlich auch schwer wissen, was du suchst. Dann kann die Antwort auf die Frage, was suchst du in einem Mann oder in einer Frau, kann nicht kreativ ausfallen. Du hast ja noch nicht viel erlebt. Deswegen merke dir, date viel, geh viel raus, lerne viele Leute kennen. Geh durch den ganzen Zoo und guck dir jedes Gehege an. Du würdest ja auch nicht die Erfahrung verpassen wollen, im Zoo alle Tiere zu sehen. Du suchst den Partner für dein Leben, finde erstmal raus, was dir in einer Frau oder einem Mann überhaupt wichtig ist. Wenn dir das Video gefallen hat und du findest die Rummelsburger Bucht auch so wunderschön wie ich, like unsere Videos, abonniere uns. Jeden Tag gibt es ein neues Video. Wenn du noch Fragen hast oder deine Erfahrungen mit Leuten, kennst du Leute, die geheiratet haben relativ früh und dann relativ unzufrieden sind, weil sie eigentlich nicht wirklich den Partner gefunden haben, den sie gesucht haben. Wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, kommentier unten in die Kommentarbox. Stell uns Fragen, Vorschläge zu Videos. Was hast du für Fragen? Wir beantworten deine Fragen. Ansonsten sehen wir uns morgen und denk immer dran, wenn du das nächste Mal unterwegs bist, auf der Straße, im Club und du siehst eine Person, die dir gefällt, egal ob Mann oder Frau, get your ass up und sprich sie an. Wir sehen uns morgen.